Das Boot, was man einfach aus dem Auto zieht. Das hier ist das neue iBoot 185. Hat eine 120er Breite, super schmal, 30er Schläuche und 1,85 Meter lang. Größer als das 160er, kleiner und um einiges leichter als das 210 mit dem festen Spiegel. Ich habe jetzt hier einen ansteckbaren Spiegel dran, den kann ich auch demontieren, falls ich gar keinen benötige, wie ich jetzt hier mit einem schönen Echolot bzw. einem E-Motor. Beides habe ich ausprobiert, beides funktioniert wunderbar. Das Ganze ist noch ein Prototyp, da kommen noch ein paar Griffe dran, damit man es easy aus dem Auto ziehen kann. Ja, sehr, sehr handlich, super leicht, hier jetzt gerade mit dem Carbon. Lattenboden drin, wahrscheinlich kommt dann auch noch hier ein Luftboden rein, dann wird es noch mal einen Tacken leichter. Ganz cool auch, dass man hier auf der Seite die Sitzposition verändern kann. Bin ich zum Beispiel mit dem Motor unterwegs, kann ich das Ganze nach hinten schieben, zapp, zapp, und dann setze ich mich da ganz hinten rein. Ich hoffe, der Ton macht das Ganze mit, aber das sollte funktionieren und kann dann schön nach vorne hin vielleicht noch einen Fisch reinlegen. Super praktisch, ein schönes kleines Boot.